Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ja, erstmal Entschuldigung dafür, dass jetzt zwei oder vielleicht sogar drei Parts ausgefallen sind, weil ich einfach keine Zeit hatte aufzunehmen, so leid es mir tut. Ich bin eben Schüler und Vorweihnachtszeit ist immer stressig, egal für wen. Deswegen jetzt eine neue Aufnahmesession, deswegen ist auch der Wyvern hier weg, der hier so schön drauf geparkt war im letzten Part. Und wir machen weiter mit der Ahnenfest-Quest. Gleich einen Reim zu Beginn. Wir sollen die Leiche des Vaters des Weidelers suchen, der als Geist ja dem Weideler erschienen ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da noch so erwartet. Ich hoffe, ich kriege das auch mit der Steuerung wieder halbwegs gebacken. Also in der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Aufnahmesession am Anfang war das ein bisschen, naja, nicht so nice. Da drüben hat es Ertrunkene. Ja, so viel dazu. Hier waren die Hexersinne. Das klappt schon mal gut. Die Zeichen klappen auf Anhieb. So. Da hat es ganz, ganz viele Ertrunkene, so wie es aussieht. Ich hoffe, ich kriege das. Oh, Mutter, heute hat es auch noch. Hallo, die Herrschaften. Was jetzt, du Dreck? Lass du das mal bitte. Ziemlich unartig. Ja. Tut's weh. Dann ist gut. Hey, hör auf. Hey. Milz. Ganz locker. Immer mal locker durch die Hose atmen. Aua. Okay, das waren die Mode heute. Die erledigen sich zum Glück gegen Ende immer selber in der Kettenreaktion. So, das waren die drei Herrschaften. Wir müssen die Leiche von dem Vater suchen. Das Problem ist beim Suchen immer, dann genau die eine Stelle zu finden, sodass man irgendeiner Spur folgen kann. Das ist dann wieder das Problem. Ich räume mal den Ertrunkenen hier weg. Ey. Was soll die Aktion denn jetzt? Gut, Level 4 Ertrunkener ist jetzt nicht so das Maß der Dinge. Trotzdem soll man sich konzentrieren, wenn man kämpft. So. Da hat hier. Hey. Geralt, entspann dich mal bitte. Nimm dein Schwert weg. Hallo, Geralt. Wegen was? Wegen den paar Ertrunkenen da drüben irgendwo. Ah, wegen dem da. Du lässt mich hier also nicht mein Loot picken. Was soll denn das? Naja, bevor jetzt hier noch mehr anrücken, lass man die zwei da mal drüben. Und, so. Suchen mal hier in unserem Zielgebiet, wo wir eigentlich ersuchen sollen. Die Leiche liegt im Sumpf, meinte der Weideler. Die Frage ist, Sumpf ist gut. Das hier sieht schon mal ganz gut aus. Relativ sumpfig. Da drüben hat irgendjemand noch eine Quest für uns. Hey da, Meister! Bleib weg vom Nebel, wenn dir das Leben lieb ist. Okay. Less Love. Ich loote dich erstmal kurz aus, Less Love, wenn das in Ordnung ist. So, und dann, was gibt's denn, Less Love? Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Dieses Monster. Erzähl mir mehr. Ich habe es selbst nur einmal gesehen. Und das aus der Ferne und nach Einbruch der Dunkelheit. Es drehte sich um und ich sah Augen wie glühende Kohlen und ein Maul voller Reißzähne. Humanoid, nachtaktiv. Der erste Angriff, weißt du noch, wann der war? Vor einer Woche ungefähr, als Borin verschwand. Merek und Tomil haben ihn gesucht, aber die sind auch nicht wiedergekommen. Ich hatte Angst. Niemand traut sich mehr in die Sümpfe. Das Lager ist verlassen und das bei so hervorragendem Torf. Kohlschwarz und ölig. Brennt toll und ist geeignet zum... Faszinierend, um jedoch beim Thema zu bleiben. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? 260.
Das ist nicht so viel. Man muss den Leuten ja nicht zu viel abknöpfen, aber 18 Bonus muss drin sein. Oh, Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön, ich bin einverstanden. Das war ja noch gnädig. Also bitte. Na schön, Zeit, dass ich mich dran mache. Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht, über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Alles klar. Das Ding aus dem Sumpf. Ich weiß, wir waren eigentlich mit der anderen Quest beschäftigt, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Ups, ich wollte nicht nach Plötze pfeifen. Ja, die paar Meter können wir selber laufen. Das ist kein gewöhnlicher Nied. Der Geruch, fast metallisch. Okay. Zieht uns also Sauerstoff ab, wenn wir in dem Nebel drin stehen. Na dann schauen wir mal. Finde heraus, was die Leute im Nebel tötet. Ich speichere nochmal. In der Hoffnung. Ja, das ist nämlich nicht so toll. Oh. Da sind ein paar Ertrunkene. Die sind jetzt noch nicht so das Problem. Ich glaube nicht, dass die hier unser Ziel sind. So, das klappt einigermaßen gut. Ich schnappe einmal den Loot. Und dann gucken wir mal. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kate gegeben hat? Aha. Fette Fußspuren und eine Leiche. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Und jetzt? Hat es hier irgendwo noch was in der Gegend, was ich finden muss? Ah ne, wir müssen da drüben weiter suchen. Die nächste Leiche vermutlich. Oder zumindest mal das nächste Suchgebiet. Aha. Da ist die nächste Leiche. Hatte nicht mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Oha. Da ist... Ja. Den dürften wir jetzt gar nicht untersuchen. Das Ding aus dem Sumpf. Finde den Nebling mit Hilfe der Illusionen. Tja. Dann ist die Frage, wo hat es denn Illusionen? Und wo ist der gute Nebling? Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Na sowas. Ist da drin die Luft vielleicht besser? Ah, okay. Sehr gut. Hier drin haben wir keine Atemprobleme mehr. Dann schauen wir mal. Herr Nebling, das Pferd läuft nicht mehr so weit. Gefunden. Ah, da wäre auf jeden Fall mal noch mal eine weitere Leiche. Und da ist Herr Nippling. Oh. Ignis Fatuus. Der auch noch. Boah, Alter.
Entspann dich mal bitte. Wo Hilfe macht der Schaden? Okay, das ist echt unangenehm, der Typ. Das Problem ist mit den Allnebligen, dass man die... Hey! Aua! Was ist die Kacke? Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Oh. Oh, ich habe ja keinen Irden mehr ausgewählt. Schlau von mir. Okay, der macht echt Schaden. Da muss ich richtig aufpassen. Ist die Frage, ob ich den überhaupt schon klein krieg. Hilfe. Oh, der ist echt heftig, der Typ. Und so kann ich mich nicht an den ranwagen. Mit einer ziemlich hohe Toxizität, das ist auch nicht so toll. Und ich bräuchte mal was zu essen. Puh. Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Der mit seinem Kugel damit ist er. Der hält nicht mehr so viel aus. Uiuiuiuiuiui. Das war ordentlich. Carabella, Relikt und Nebling-Trophäe. Nice. War ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben es geschafft. Uiuiui. So, dann schauen wir mal. Die Belohnung für den Nebling dürfen wir uns abholen, das finde ich gut. Und ich guck mal kurz ins Inventar nach dem Schwert, das wir bekommen haben. Nice. So, können wir das schön sockeln. Chance auf Verbrennen, ich würde ganz gerne hier die Chance auf Vergiften mit einbauen. So, und dann vielleicht auch einmal Chance auf Verbrennen. Nice. Und das neue Schwert ist am Start. Mal speichern. Da sind noch ein paar andere Herrschaften hier gestorben in der Höhle. Aber der alte Nebling ist weg. Das haben wir schon mal geschafft. Wir kommen hier an einem anderen Eingang raus. Auch nicht so schlimm. Und Plötze mag nicht kommen. Ah doch, da. Da drüben ist Plötze. Und die ganzen Ertrunkenen belagern Plätze. Das heißt, wir müssen denen mal kurz Manieren beibringen. Mornix Level 15. Hahaha. nö. Ich wollte eigentlich keinen Stress mit euch, Jungs. Bin schon weg. Alles easy. Das wollte ich jetzt nicht machen. Mit denen Stress anzetteln. Dann laufen wir lieber die 130 Meter. Holen unsere Belohnung ab. Und dann haben wir was geschafft, auch wenn es nicht das ist, was wir eigentlich machen wollten, nämlich die Leiche von dem Vater suchen. Irgendwo im Sumpf. Naja. Aber der ist ja keine akute Bedrohung. Das heißt, wir haben erstmal die akute Bedrohung weggeräumt. Das ist schon mal ganz angenehm. Gibt es was Neues? Jo. Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl.
Moment mal, das ist weniger als vereinbart. Meister Hexer, die Bestie hat mich vom Torfsammeln abgehalten. Und ich habe ja eine Familie zu ernähren. Mir fehlen nur noch ein paar Kronen, dann kann ich neues Werkzeug kaufen. Hab Gnade, ich werde dich bezahlen. Ich zahle das Doppelte, aber erst in einer Woche, wenn ich die Verluste wettgemacht habe. Du zahlst alles jetzt, oder? Gut, bis nächste Woche, wir sind mal nicht so. Also schön. Aber denk daran, dass ich daran denke. Du wirst nicht dran vorbeikommen zu zahlen. Danke, Hexer. Hab Dank, Herr. Melitele segne dich. Mögest du fruchtbar sein und ich... An die Arbeit. Du hast nur eine Woche. Schön, Geralt. Kehre in einer Woche zurück, um die versprochene Belohnung mit Zinsen abzuholen. Das machen wir. Dann können wir erstmal kurz eine Stunde meditieren, dass unsere Tränke wieder aufgefüllt sind. Und dann mal in die Quests reinschauen. Wir haben Schatzsuchen, Greifenschulenausrüstung, die können wir bald mal machen. Hexer-Ausrüstung. Aufträge, ein paar können wir da demnächst mal machen. Nebenquests, das Ahnenfest, das ist das, was ich eigentlich machen will. Ich habe zwar gespeichert, ich speichere nochmal. Und hier sollen wir jetzt weiter suchen nach der Leiche. Irgendwo hier im Sumpf soll die sein. Wo genau, weiß ich nicht. Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Aha, da haben wir ja schon was. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen, dann müsste der Geist verschwinden. Okay. Habe ich... Okay, keine Verbrennoption. Dann ebenso. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Sprich mit dem Weideler 1611 Meter. Und ja, das werde ich sicherlich nicht reiten. Okay, wir reiten hier hoch zum Schnellreiseschild und reisen dann hierüber nach Schwarzzweig und reiten dann vollends zum Weideler. Das ist der Matchplan. Plätze ist im Start, sehr schön. Und los geht's. Und da muss man immer aufpassen. Das geht mir auch ab und zu mal so, wenn ich selber zwischendrin mal kurz 5 Minuten nur was mache, dass man dann wieder den Punkten auf der Karte hinterher reitet, wo man eigentlich zu seiner grünen eigenen gesetzten Markierung will und dann kommt man nicht an, weil man zum falschen Ziel läuft. Ist dann immer ganz lustig, aber manchmal auch ein bisschen arg nervig. So, wir müssen hier irgendwie den Berg hoch. Was ist denn das? Schnellreiseschild. Hier irgendwo. Ah, hier. Ja, dann. Schnellreise. Schwupps. Hier rüber nach Schwarzzweig. Geht glücklicherweise recht schnell. Mit meiner neuen Grafikkarte sind die Ladezeiten echt sehr, sehr, sehr angenehm und human für so ein Riesenspiel mit so einer Riesenkarte wie Witcher. Ja, zack, sind wir da. Ja. Und dann brauchen wir Plätze nochmal kurz und reiten vollends durch zum Weideler zu seiner Hütte im Wald. Und dann sagen wir ihm mal, dass sein Vater vielleicht nicht mehr als Geist zurückkommt, zumindest. Dass seine Leiche jetzt verbrannt ist und das ihn daran hindern sollte, als Geist wiederzukommen. Mal schauen. Prinzessin ist im Stall, das ist schon mal sehr schön. Heißt die jetzt auch? Ja, schön, die heißt Prinzessin. Und dann nochmal speichern und rein zum Weideler. So. Weißer Wolf, weißer Wolf. Was braucht der Wolf? Der Wolf hat die Leiche des Vaters gefunden. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat,
Der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt. Ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Hexer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld, bekommst du sie von mir. Alles klar. Cool. Quest. Aktualisiert das Ahnenfest. Und abgeschlossen, oder? Genau. Das Ahnenfest haben wir damit abgeschlossen. Charaktereintrag aktualisiert. Der Weideler. Glossar Charaktere, da waren wir schon. Waren wir da überhaupt schon drin im Let's Play? Ich weiß es nicht. Annabelle, Anna Strenger, Ciri, der blutige Baron, mysteriöse Elf, der Weideler, Emir war Imreis, Eredin, Eskel, Geralt, Kram, Hendrik, Keira, Lambert, Morfran Vorhis, Rittersporn, Tamara Strenger, Triss, Wesemir, Serat, Yennefer. Das war's bis jetzt bei uns. Bestiarium Bären, da haben wir einen Wyvern kennengelernt, Geister, Hybride, Insektoide, Konstrukte, Nekrophagen, ja, den haben wir kennengelernt, die Neblinge an sich, Relikte, Vampire, eine Ekima haben wir gefunden, irgendwo mal in der Höhle. Ja, so viel dazu. Und dann ist die Frage, was machen wir denn als nächstes? Entweder Herrinnen des Waldes, die Mumen finden, oder in Velen die Frau des Barons suchen oder Tamara suchen. Ich würde sagen, da haben wir schon angefangen, dann machen wir hier auch weiter. Und zwar suchen wir erst nach der Frau des Barons, weil die ja noch hier in Velen ist, beziehungsweise die Spuren dazu hier in Velen sind. Hier ist Ochsenfurt. Und wo sind die anderen Spuren? Untersuche alle verbleibenden Spuren in Velen und finde die Frau des Barons. Aber wir haben keine Markierung oder so dazu, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Das bringt uns also nicht wirklich was. Dann würde ich sagen, suchen wir nach Tamara. Das heißt, wir machen eine Schnellreise zum Galgenhügel. Und dann müssen wir reiten bis nach Ochsenfurt und kommen dann in Ochsenfurt an. Dann immer das gleiche mit der Karte, das werde ich wahrscheinlich nie hinkriegen. Erstmal kurz zurück nach Schwarzzweig, das ist ja nicht weit. Und ja, dann sind wir das erste Mal in Ochsenfurt tatsächlich. Freue ich mich jetzt schon drauf, weil es ist einfach dann ein bisschen eine Änderung. Dann geht man von der Welt so hier draußen, in Anführungsstrichen im freien Land, quasi im freien Feld, mal weg. Und sieht so ein bisschen das Stadtleben in Witcher, wie es hier aussieht dann. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir auch einen Schnellreisepunkt irgendwo in Ochsenfurt. Das ist dann auch ganz angenehm. Da muss man nicht immer so weit reiten, sondern kann direkt nach Ochsenfurt oder zurück, wenn es nötig ist. So, Plötzi Plötzmann. Ist ja eigentlich komplett falsch, Plötzi Plötzmann, weil, ja, ist ja eine Stute. Aber egal. So. Dann gucken wir mal, ob es der Tamara gut geht und ob sie vielleicht zu ihrem Vater zurückkehren will. Sie meinte ja eher nicht, beziehungsweise meinte, ja, ist anzunehmen, dass sie nicht will. Schneller. Okay, wir kommen hier runter irgendwie. Aber der Vater will ja unbedingt, sie weniger. Das wird wahrscheinlich nochmal ziemlich interessant, was so da in der Familie Strenger noch passiert. Kampfmusik kannst du lassen, Spiel. Wir haben keine Probleme im Moment, was irgendwelche komischen Viecher angeht. Und so. Ich lasse mich jetzt unterwegs mal durch nichts aufhalten, so wie das standardtypisch wäre. Da hat es einen Ertrunkenen, das ist alles nicht so tragisch. Ja. Und hier hat es Wasser, das heißt, hier kommen wir eher nicht so per Pferd rüber. Das heißt, Geralt darf noch vollends schwimmen. Ich kann mein Spiel nicht speichern. Hallo? Okay. So, und die letzten Meter nach Ochsenfurt schwimmen wir noch.
Nacht als Ertrunken unter Wasser. Besiedelte Regionen, in Städten, Dörfern und Lagern sind die Wege schmal und die Hindernisse zahlreich. Deshalb ist deine maximale Bewegungsgeschwindigkeit in diesen Bereichen begrenzt. Und ein Schnellreiseschild haben wir gekriegt, hier am Hafen irgendwo. Hier. So, ich würde sagen, wir sind angekommen in Ochsenfurt und nach Tamara suchen wir dann im nächsten Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Leute.